9. August 2017, früher Nachmittag. Silvia Andersen ist auf dem Radweg im Münchner Stadtteil Obergiesing unterwegs. Sie will geradeaus, die Fahrradampel zeigt grün. Ein LKW-Fahrer will abbiegen und übersieht sie. Auch Anton Schnürer hat so ein Drama erlebt, als Vater einer 30-Jährigen. Ich war glücklich und dann kommt diese Situation, dass du dann angerufen wirst und sagst, wird dir mitgeteilt, deine Tochter ist tödlich verunglückt, LKW hat sie überrollt. 5 Radfahrende sind 2017 in München tödlich verunglückt. 3-mal durch LKW beim Rechtsabbiegen. Um auf diese Gefahrensituation aufmerksam zu machen, stellt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zusammen mit der ÖDP an Unglücksstellen sogenannte Ghostbikes, Geisterräder, auf. Mit dabei in Stockholm mit dem Stadtrat jetzt gerade. Und auch da gab es die Auskunft, sie haben keinen Toten mehr aufgrund von rechtsabbiegenden LKWs. Keinen einzigen mehr. Das heißt, diese Unfälle sind vermeidbar. 0 Tote in Stockholm, 3 dagegen allein in München, bundesweit sogar 38, Tendenz steigend. Dabei gibt es technische Lösungen gegen den Totenwinkel. Daimler bietet einen solchen Abbiegeassistenten an. Er warnt den LKW-Fahrer mit einem elektronischen Piepton vor Radfahrenden an seiner Seite. Ähnlich der Funktionsweise eines Parksensors. Vorbildlich sagt sogar der Fahrradclub, aber Daimler ist bislang der einzige deutsche Hersteller mit einem solchen System. Es ist offensichtlich einfach nicht wichtig für die Industrie, dass hier keine Menschen zu Tode kommen. Die Autoindustrie möchte die nächsten Jahre selbstfahrende Fahrzeuge auf die Straße setzen und schafft es nicht mal, ihre Abbiegeassistenzsysteme so freiwillig einzubauen, dass eben dort schon nichts passiert. Der Fahrradclub fordert deshalb den verpflichtenden Einbau von Warnsystemen. Denn 60% der schweren LKW-Unfälle mit Radfahrenden könnten laut Unfallforschung verhindert werden. Wir müssen auf die schwedische Denkweise kommen, Vision Zero. Das heißt, ein Verkehrstoter oder ein Schwerstverletzter ist das Allerwichtigste, was wir vermeiden wollen. Vision 0. Alles tun, damit es keine Toten mehr gibt. Dieses Ziel hat sich die Radl-Hauptstadt München erst im Dezember 2017 vorgenommen. Die Schweden haben damit vor 20 Jahren angefangen. Wenn ich Fahrrad sehe oder den Unfall wieder höre, was heute Morgen mit dem 9-jährigen Mädchen, geht's mir, habe ich ja Wut im Bauch. Der Fahrradclub kämpft weiter für eine Stadt ohne Geisterräder.